Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du ein 60 € PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 € PSN-Karte zahlst du über 12 € weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. An allererster Stelle vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Ich hatte ja, manche wissen es, manche nicht, fast ein halbes Jahr auf YouTube Pause gemacht, weil ich Vater geworden bin und meine Zeit einfach für mein Kind, für meine Familie aufbringen wollte. Gerade am Anfang ist es alles etwas komplizierter, wenn man zum ersten Mal Vater wird. Und YouTube ist nun mal ein Hobby von mir, auch eine Leidenschaft, aber mein richtiger Job ist es nicht. Das heißt, meinen Lebensunterhalt verdiene ich mit einem, ich sag mal, normalen Job in Anführungsstrichen. Deshalb konnte ich mir das leisten, aber ich bin jetzt seit 1,5 Wochen wieder da und der Support von euch ist unglaublich. Vielen, vielen Dank dafür. Deswegen möchte ich heute, bevor es losgeht, auch direkt kurz etwas zurückgeben. Unter zwei Kommentaren, egal was ihr kommentiert, unter diesem Video werde ich am Freitagabend neues Video aufnehmen. Ich habe noch keine Thematik. Ich werde mal gucken, was bis dahin kommt. Und werde zwei zufällige Leute aus den Kommentaren auslosen und den jeweils 10 € Ineba, ihr wisst, mein Partner für günstige PSN Xbox-Karten, werde ich jeweils zwei 10-Euro-Karten verschenken. Eine Karte spendiert Ineba, eine Karte spendiere ich aus meinem Portemonnaie. Das ist nur ein kleines Dankeschön für den Support, für die ganzen Likes, auf die ihr jetzt gerne drücken könnt, Leute. Beim letzten Video haben wir irgendwie 450 Likes geschafft, absolut heftig. Das heißt, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu seid, wenn euch die Qualität von den Videos überzeugt, mich würde es freuen. Ich werde Freitag dann live zwei Leute einfach in dem Video auslosen. Samstag wird das Video wohl erscheinen. Und die beiden schreibe ich dann bei Instagram, Twitter oder per E-Mail an. Je nachdem, ich sage es ja dann im Video, wer gewonnen hat. Und die müssen mich dann notfalls anschreiben. Zweimal 10 € PSN auf jeden Fall. Ich kann es euch nur empfehlen. Schaut bei Ineba rein. Ihr kriegt günstige Karten für Xbox, für PC, Battle.net, PlayStation, alles Mögliche. Seit einem Jahr bin ich jetzt Partner bei Ineba und kann mich bisher nicht beschweren. Aber lasst uns zum Video kommen. Wie ihr wahrscheinlich alle schon gemerkt oder gesehen habt, ist die Time to Kill in Black Ops Cold War eine ganz andere als in Modern Warfare, eine andere als in Call of Duty Ghost, eine andere als in Modern Warfare 2. Die Time to Kill dieses Mal ist auf den ersten Blick relativ lang. Wir wissen ja mittlerweile, dass wir 150 Leben haben. Es gibt bisher kein einziges Call of Duty, mit Ausnahme von Black Ops 4, wo die Time to Kill so hoch ist. Der Grund dahinter ist, dass Black Ops 4 das einzige COD ist, was 150 Leben hat. Das neue Black Ops Cold War hat ebenfalls 150 Leben, aber darauf sollten sich nicht allzu viele so sehr versteifen. Der Grund dahinter ist, wenn eine Waffe theoretisch pro Schuss 75 Schaden macht, ist es trotzdem ein Two-Shot. Das heißt, man kann auch eine Million Leben haben. Wenn die Waffen eine halbe Million Schaden machen, macht es trotzdem eine schnelle Time to Kill. 150 Leben haben sich die Entwickler um Treyarch und Raven Software und Beenox dieses Jahr mit Sicherheit nur gegeben, weil sie mit 150 Leben mehr Möglichkeiten haben, die Waffen und den Schaden besser anzupassen. Wenn ihr als Beispiel, um das zu vereinfachen, drei Leben habt, dann könnt ihr bei der Waffe, wenn ihr einen Schaden dazufügt, die ganze Waffe im Prinzip viel zu stark machen. Wenn ihr aber eine größere Referenz habt, in dem Fall 150 Leben, habt ihr die Möglichkeit, bei den Waffen 2, 3, 4, 5 Schadenspunkte hinzuzufügen, abzuziehen, zu ändern, ohne dass der Unterschied riesengroß nachher ist. Deshalb also erstmal vorab 150 Leben im Black Ops Cold War. Viele haben sich jetzt gefragt, wie schnell die Time to Kill denn wirklich ist. Und ein wirklich guter Freund mittlerweile von mir, Exclusive Ace, ist auch unten verlinkt. Ich habe das Gameplay von ihm, er hat es mir erlaubt zu zeigen, der ist sehr nett, also großartiger YouTuber, alles auf Statistiken, Daten basiert, seine persönlichen Einschätzungen dabei. Er hat das relativ cool gemacht. Er hat sich einfach auf dem Sheetboard, das habe ich mir jetzt auch einmal zurechtgelegt, angeguckt, wie war die Time to Kill in Modern Warfare 2019, wie war die Time to Kill in Black Ops 4, weil das sehr gegensätzliche Sachen sind, und wie ist die Time to Kill im jetzigen Black Ops Cold War, was zwar noch in der Alpha ist, aber wir werden ja in 3,5, 4 Wochen die Beta, Gott sei Dank, ein paar Tage spielen können. Und was dabei rauskommt, seht ihr jetzt so ein bisschen im Hintergrund. Ich blende mich dabei auf jeden Fall aus, damit ihr es in Ruhe sehen könnt. Die Time to Kill in Modern Warfare 2019 ist deutlich schneller als in Black Ops Cold War. Ebenfalls deutlich schneller als in Black Ops 4. Die Time to Kill von Black Ops Cold War hingegen ist langsamer als in Modern Warfare, aber ein bisschen schneller als in Black Ops 4. Das Ganze ist relativ einfach getestet worden durch Programme wie Sony Vegas, DaVinci Resolve,
Adobe Premiere, egal was man nimmt, kann man Frame für Frame Bilder und Videos anschauen. Also vor allen Dingen Videos. Bild ist ja immer nur ein Bild. Und in den Videos kann man dann in Black Ops Cold War, falls euch das aufgefallen ist, eine Health Bar über den Köpfen sehen. Die könnt ihr übrigens auch einfach ausschalten, wenn ihr wollt. Und diese Health Bar zeigt euch an, wie viel Leben pro Schuss oder pro Treffer von dem Gegenspieler weggenommen wurde. Diese Health Bar zeigt auch zwei verschiedene Farben an. Habt ihr einen Bodyshot oder ins Bein oder ganz normal in den Arm, dann wird euch ein weißer Balken angezeigt. Habt ihr einen Headshot getroffen, wird die Schadensanzeige von weiß auf gelblich-orange. Das heißt, ihr habt visuell nicht nur den Sound von einem Headset, sondern ihr seht auch, dass ihr einen Headshot getroffen habt. Das ist eine coole, ich sag mal, Erfindung. So kann man relativ genau sagen, ob jemand wirklich One-Shot ist oder ob euer Teammate einfach sagt, er ist One-Shot! Was ja immer öfter welche machen, obwohl der Gegner vielleicht nur einen Schuss oder gar keinen getroffen hat. Das ist auf jeden Fall die Möglichkeit, wie man genau gucken kann, wie die Time to Kill ist, wie viel Schuss man dafür braucht. Und hier ist das Ganze dann eben so getestet worden, so dass wir jetzt den ganzen Value für die Time to Kill haben. Das Ganze sieht erstmal so aus, als wenn die Time to Kill sehr ähnlich zu Black Ops 4 wäre. Aber es gibt zwei Dinge, die hier nicht mit reingreifen. Zum einen der Headshot Multiplier. Das heißt, wie viel mehr Schaden mache ich, wenn ich anstatt einem Körpertreffer einen Headshot habe. Dieser lag bei Black Ops 4 bei, ich glaube, allen Waffen bei 1,1. Das heißt, 1,1 ist sehr, sehr wenig. Es gab Spiele wie Black Ops 3 zum Beispiel, wo ihr mit dem Großkaliberaufsatz auf der Manowar einen Headshot Multiplier von fast 2,0 bekommen habt. Das heißt, doppelt so viel Schaden als ein Treffer auf den Körper ganz normal. Und hier ist es eben so in Black Ops Cold War, dass man, Exclusive Ace hat das so gemacht, dass er den Balken ausgeschnitten hat, bei Photoshop eingefügt hat und dann eben ganz genau geguckt hat, da unter den Balken in weiß oder orange, wie viel Schaden eine Waffe gemacht hat, um zu sehen, wie der Unterschied ist. Denn wir haben aktuell noch keine genauen Zahlen dafür. Und so wie es aussieht, ist der Headshot Multiplier in Black Ops Cold War bei ca. 1,3 bis 1,4. Das heißt, eine Mischung aus Black Ops 4 und Black Ops 3, wenn man so nehmen möchte. In Modern Warfare gibt es dazu noch etwas, was man bedenken muss, und zwar den normalen Multiplier auf dem Buddy. Wenn man zum Beispiel die Brust getroffen hat oder Richtung Hals, hat man einen prozentualen Anstieg vom Schaden bekommen. Das kann ich aktuell weder bestätigen noch verneinen, dass das im Black Ops Cold War mit drin ist. Das konnte ich bisher einfach nicht sehen. Es hat noch keiner analysiert. Das heißt also, wenn wir aber mit diesem 1,3 bis 1,4 Headshot Multiplier davon ausgehen, dass wir bei 3 oder 4 Schüssen auf den Gegner oder Treffern einen in den Kopf treffen, geht die Time to Kill von Black Ops Cold War deutlich runter und nähert sich etwa Modern Warfare an. Modern Warfare's Time to Kill ist sehr, sehr schnell gewesen, meiner Meinung nach einfach viel zu schnell, denn Treyarch CODs generell haben eine höhere Time to Kill, Treyarch möchte gerne, dass es Gunfights gibt. Wenn eure Time to Kill sehr, sehr schnell ist, dann braucht ihr oftmals nur 2-3 Schuss, bei einer hohen Feuerrate ist das dann eben richtig heftig, um einen Gegner zu töten. Das heißt, richtige Gunfights entstehen in dem Sinne gar nicht. Ihr seht einen Gegner und seid in der Sekunde schon tot. Wenn ihr aber eine längere Time to Kill habt, gibt es mehr Gunfights auf der Map. Ihr müsst vielleicht euch nochmal neu positionieren, ihr müsst überlegen, pushe ich jetzt, wenn ich rot bin, im roten Bereich oder nicht. Das heißt, die Time to Kill Standard bei normalen Treffern ist nicht ganz so schnell wie in Modern Warfare, ist nicht ganz so langsam wie in Black Ops 4 und mit dem Headshot Multiplier ändert sich das Ganze nochmal gravierend. Ich glaube, das ist, und das ist mein persönliches Empfinden, das kann jeder selber sagen, vielleicht schreibt ihr in die Kommentare, was eure Meinung davon ist, euer Empfinden. Ich glaube, das ist ein guter Mittelweg, um Gunfight zu haben, um eine Dynamik im Spiel zu haben, um eine gewisse Skill Gap aufzubauen, denn so schneller die Time to Kill ist, so geringer ist die Skill Gap einfach. Dazu wichtige Info, wie lange braucht es eigentlich, wenn ich angeschossen bin, bis ich mich wieder regeneriere. Alles erstes vorweg, in Modern Warfare wird euer ganzer Bildschirm ja grau, schwarz, weiß, wenn ihr, ich sag mal, One-Shot seid, wenn ihr viel Schaden bekommen habt. Das fand ich absolut schrecklich, das gibt es in Black Ops Cold War nicht. Euer ganzer Bildschirm verzieht sich natürlich ein bisschen in der Sekunde, wo ihr den letzten wichtigen Treffer bekommt. Es wird alles etwas rötlich, aber ihr habt nicht diesen grauen, schwarz-weißen Bildschirm, der eure Sicht noch beeinflusst. Dazu kommt, wenn ihr gerade am Minimum seid vom Leben, was ihr noch haben könnt, braucht es 4,5 Sekunden, bis der Regenerationszustand losgeht. Das heißt, bis euer Charakter, euer Spieler anfängt sich zu regenerieren.
von diesen 4,5 Sekunden an, ab dem Punkt, wo die durch sind und ihr in der Zeit nicht getroffen worden seid, braucht ihr 1,8 Sekunden, bis ihr wieder volles Leben habt und wieder komplett losstarten könnt. Das sind relativ Standardzahlen. In Black Ops 4 kann man das nicht wirklich vergleichen, denn da musstet ihr euch selber beleben. In Modern Warfare ist es schwer, das so anzugeben, weil ihr meistens ja schon nach 2-3 Schüssen gestorben seid. Die Zahlen, die wir haben, 4,5 Sekunden und 1,8 Sekunden, sind relativ das, was man in Black Ops 3 hatte, obwohl man hier ein bisschen schneller regeneriert. Also auch hier hat sich Treyarch für eine Option entschieden, die so ein bisschen der Mittelweg von allem ist. Was das für uns bedeutet, ist letzten Endes zusammengefasst, dass die Time to Kill in Black Ops Cold War sehr dafür sorgen wird, dass die Skill Gap wieder erhöht wird, dass man wieder mehr Gunfights auf der Map hat, dass man vielleicht auch mal wieder ein Turn-On geben kann. Das heißt, man wird wieder Spaß haben, man wird wieder mehr Spaß haben. Ich möchte trotzdem noch nicht komplett hypen und komplett abgehen und sagen, es wird das beste COD aller Zeiten. Dafür habe ich in den letzten Jahren einfach zu viel gesehen. Aber ich hoffe, dass jeder von euch, bevor die Beta losgeht, mit meinen Videos ein bisschen mehr Verständnis vom Spiel hat und weiß, auf was wir uns hier einlassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, wie ich es gesagt habe. Vielen Dank für den Support. Ich bin raus. Gönnt euch. Haut rein.